Ja, wir haben ja ein paar Interferenzprobleme gehabt mit der PlayStation 4, wo wir festgestellt haben, dass in der Lage ist, eine stabile Internetleitung über WLAN zu deiner Verteidigung. Bindung anschauen und was er hier alles vergewaltigt, um irgendwie das Schnellste aus seiner Krüppel-Internetleitung rauszuholen. Performante Maschine, die die PlayStation 4 nicht mithalten. Ich würde sagen, mein Rechner ist wesentlich performanter als einiges, was in dieser PlayStation drin steckt. Aber dazu sagen wir einfach jetzt mal nichts weiter und gehen zurück zum Spiel, wo wir übrigens dabei waren. Wir haben den Schlüssel runtergezogen, ich habe irgendwas aufgehoben, dann gab es böse, böse Geräusche und jetzt ist die Tür da offen. Ja, hört auf, bevor Twitch wieder abschmiert. Hört bloß auf, Leute, tut es nicht. Wo kommen die denn her? Ich kann euch zu Tode strahlen, ihr Säcke. Das war nicht der letzte. Ja, die brauche ich. Ich will die aber haben. Da bringt dir nur nichts. Ich will die aber. Mir scheißegal, ob die mir was bringt. Ich will die haben. Einfach aus Prinzip. So. So, wie lade ich denn nochmal nach? Ach, keine Ahnung. Das ist nicht meine Sache. Wie du nachlädst? Oh, keine Ahnung. Liegt dir vielleicht irgendwas? Nö. Hab schon geleuchtet. Ich brauche einen Schlüssel. Den Schalüssel habe ich. Müssen wir jetzt eigentlich hochgehen, komplett zurückrennen, um oben durch diese Tür zu kommen, die abgeschlossen war? Oder müssen wir, kommen wir so auch dahin? Jupp. Echt, jetzt müssen wir eigentlich komplett zurückrennen? Ey, hier ist eine neue Kiste, können wir die aufmachen? Ist die neu? Also, ich bin der Meinung. Gewaschen. Ich glaube nicht, dass die vorher schon hier lag. Keine Ahnung. Also, sie geht anscheinend auch nicht auf. Verstehe ich jetzt nicht. Na egal, vielleicht ist es auch nur Dekoration. Ein bisschen Deko muss ja auch mal sein. Mir fällt gerade eigentlich an, ich wollte eigentlich noch den Livestream-Link auf Facebook posten. Ich überlege gerade, ob ich jetzt meinen Arsch hoch bewege und das noch schnell mache. Ja, aber bevor du durch die nächste Tür gehst, bitte. Bevor ich durch die nächste Tür gehe, gut, Sekunde. Wir probieren den Schlüssel. Wir probieren den Schalüssel. In der Zeit zeige ich euch mal den Twinny, wie er in weiblich aussehen würde. Wunderschön. Naja. Ist doch fast so geil wie in echt, Leute, oder? Richtig chillig, so ab durch die Tür. Genug geschnackert, so ist hier. Noch irgendwas Tolles, irgendwas Geiles? Ach nee, haben wir schon alles abgesucht, ne? Hier ist ja schon alles abgesucht soweit. Jetzt müssen wir mal schauen. Ausweiden. Weichen. Oh, ja. So, jetzt bitte nicht vorrennen. Mach die Taschenlampe aus, keine Angst. Vor allem, ich verbrauche nur Strom, wenn ich anvisiere. Schon mal aufgefallen? Obwohl sie permanent an ist. Dann bündelst du die Leuchtekräfte. Und das verbraucht so viel Strom, dass es nicht wieder lädt. Ich möchte auch mal eine Pflanze haben. Ich will eine Pflanze. Da kommt einer. Ja. Er hat mich, glaube ich, gesehen, wenn ich die Taschenlampe ausmachen wollte, falls ich einen Knopf gedrückt habe. Meins. Kann ich ihn blenden? Bringt das was? Ja, oder? Wenn du ihn in eine Fresse blendest, dann ist er voll verwirrt und hat keinen Plan mehr, wo oben und unten ist. Das klingt eigentlich so ironisch, dass ich das gerade nicht glaube. Er kommt gar nicht rein. Minion! Hallo! Echt, das hilft dir wirklich? Warum konnte ich da gerade was drücken? Da stand gerade Kreis oder sowas. Kann man auch mal nachtreten oder so? Nee. Schade, ich dachte, kann nochmal nachtreten. Ja, also die Wolltest du vorgehen? Ja, so jetzt erstmal mit Taschenlampe, fühle ich mich jetzt ganz mutig. Ich dachte, vielleicht kann ich den ein oder andere. Okay, fühle mich doch nicht so mutig. Was ist das? Hä, wieso? Vielleicht ist das Zeichen, wenn er gestandert ist. Oh, es tut mir leid. Ich dachte, er schießt hier in aller Seelenruhe. Naja, er lädt erstmal nach, der alte Pisser. Kann ich nicht die fette Axt aufheben? Nee, leider nicht. Die Tür ist offen. Oh, hier ist Klo-Klaus rausgekommen. Klo-Klaus? Wer hat ihn hier rausgelassen? Was ist das denn hier? Ist das so ein Zimmer-Apartment? Ja, mit Blick auf die Psychiatrie. Ja, das ist so Standard, ein Zimmer-Apartment in jedem Hotel, wo uns unsere Firma auch hinschickt, wenn wir zu Kunden müssen oder so. Das ist hier so Standard-Apartment. So quasi aus, so ein bisschen Schoko auf dem Rand fürs Frühstück. Dann sparen die das Nutella beim Buffet. Sehr, sehr appetitlich auf jeden Fall. Ein bisschen Marmelade gibt es in dem nächsten Apartment auf der Schüssel, glaube ich. Marmelade? Ja.
Hier ein wenig Marmelade war ein Frauenzimmer, wenn du verstehst. Ich hab nichts gesagt. Oh, und hier hat sich die Frau auch ordentlich... Oh, Alter, was hatte die für einen schwarzen Stuhl? Hilfe! Von der Hand! Hilfe! Oh, hab ich mich erschrocken, Alter! Alter, ich hab so einen Herzkasper bekommen gerade, ne? Ich glaube, ich hab ihn gestunt. Du kannst ihm einen Finishing Move geben. Oh, yo! So. Immer wenn er so blinkt, kannst du ihm Finishing Move verpassen. Ey, das ist nice, man. Aber... Schönfoss hat einen Herzinfarkt. Schönfoss kann nicht mehr. Das war's, ich bin am Ende mit meinen Kräften. Ich muss sterben oder sowas, ich weiß auch nicht. Ihr wisst, Twin Force ist eine Pussy. Twin Force ist keine Pussy. Sanorikos lädt dein Stream nicht. Ich weiß auch nicht warum. Er mag dich einfach nicht. Oder lädt sich das WLAN anmachen oder so, vielleicht hilft das ja. Und ich auch mal sehe, falls ihr mal Kommentare schreibt, ne? Mr. Boonage. Aber wir sind offline. Zumindest sind wir offline laut Twitch, das finde ich sehr, sehr gut. Ist mir Jacke wie Hose. So, das werde ich jetzt einmal kurz nachgucken, während der Twinny noch ein bisschen rumsucht. Ja, der Twinny sucht immer rum, vielleicht findet er irgendwas Spannendes auf dem Fußboden oder so. Hier irgendwas? Nee. Absolut ja nicht. So ein Scheiß aber auch. So, Türchen öffnen. Ich hoffe, hier kommt jetzt nichts Böses, weil der Samu ist gerade schwer beschäftigt. Immer. Immer und überall. Wenn jetzt hier einer rauskommt, Alter, ich schreie und schmeiß den Controller weg. Das ist kein Witz. Ich schreie wortwörtlich und schmeiß diesen Controller an die Wand. Haben wir zumindest noch zwei weitere davon. Falls der Akku uns ausgeht, weil ich glaube, meiner war auch nicht mehr ganz so voll gewesen. Ich kann auf jeden Fall keine IP von deinem Villain empfangen. Welchen Villain willst du nicht verbinden? So, ich verbinde mich jetzt gar keinen Villain. Du bist Mobilinternet, ne? Ja. Ich habe Angst, das zu entschlüsseln, wenn du nicht da bist, weil ich habe Angst, dass da was rauskommt, was ich nicht sehen möchte. Das ist richtig Porno gerade hier, ne? Also ich liebe Twitch. Also heute ist Twitch echt zum Kotzen. Mal wieder. Während der Sandro da mal noch rumpimmelt. Hallo? Hallo? Ja, Entschuldigung. Ich gucke gerade, aber ich habe gerade keinen Plan, wie ich online komme. Ich weiß auch nicht, was das Zeichen ist, denn ist da oben nicht, dass es jetzt hier heißt, ich log mich aus. Also er sagt mir zumindest, sein Nullkost ist offline, das reicht doch schon als Aussage, oder etwa nicht? So, kann ich hier überhaupt wegwechseln? Nee, ich kann nur, sie heißen Sanorikos hier sehen. Jetzt sitzen wir beide am Handy in einem Livestream, das ist immer so richtig sexy. Mache ich persönlich auch immer, das ist so richtig so, ja, so muss das aussehen. Person, Sanorikos, suchen. Twitch sucht schon wieder nicht, das gefällt mir. Doch hier, wir sind live, keine Panik, wir sind live und ja. Jetzt lädt Twitch auch wieder. Twitch ist einfach behindert manchmal. Tut mir leid, ich halte von Twitch in letzter Zeit echt wenig, vor allem weil ich ständig rumgimpel, stundenlang warte. Und Twitch mich schon so oft enttäuscht hat, dass ich echt wirklich, wirklich enttäuscht von Twitch generell bin. Meinen allerersten Livestream, da habe ich mit ein paar Leuten von euch Fallout gespielt, auf einmal schreibt mir einer, oh, Twitch lagt. Ist es meine? Hast du die aufgehoben? Du kannst mir auch bestimmt Inventar geben, du Pisser, oder? Wahrscheinlich. Ich will eine Pistole haben, mindestens. Wie bist du ins Inventar gekommen? Ich habe die dicke Taste gedrückt. Die dicke Taste? Was ist denn die dicke... Achso, die dicke Taste. Ich kann sie dir nicht geben. Ich kann auch hier zum Inventar gehen. Kannst du jetzt rein? Ja. Claire. Ich kann dir Munition klauen. Du kannst sie mir geben. Ach, übergeben? Habe ich die aufgehoben? Nee, das bin ich. Ich bin Maria. Oh. Du bist Claire, du Pfeife. Vor allem, ich kann nur voll wenig tragen, Alter. Ich kann das nicht wegschieben. Bestimmt wieder hast du dich, weil dich da wer angreifen wird. Ich bin das kleine, schwächliche Mädchen. Du brauchst auch eine Pistole. Nein, sag Nein, Blue. Brauche ich überhaupt nicht. Sorry, Schusswaffen fasse ich nicht an. Was? Mist, tut mir leid. So, das... Ganz vergessen. Ist das ihr Ernst? Etwas anderes für dich. Ist das ihr Gottfucking Ernst? Nein, ich will keine Pistole, ich fass sowas nicht an. Sowas. Ehrlich. Hier, nimm du das Lämpchen. Alter, die will mich doch verarschen. Die ganze Zeit will ich eine Waffe haben. Oh, ich fass sowas nicht an. Ich brauche keine Waffe. Ich glaube, da ist etwas Glänzendes. Aber ich kann es nicht erkennen. Da. Ich möchte mal mit der Lampe. Fling. Meins. Verpiss dich. So. Alles meins hier. Gar keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ey, ich kriege keine Waffe ab. Da oben ist auch was, Flingy. Komm hier. Ich sehe es doch flitzern. Kannst du es nicht aufheben, wenn ich es nicht anleuchte? Ja, du musst es aber erst fokussieren. Was ist da für eine Farsche? Da ist noch was. Kann ich nicht sehen. Cool. Ah. Eine Schlagwaffe.
Ich kann really? So, dann durchsuchen wir, ob hier noch irgendwo was ist. So, dann kannst du mal gucken. Kann mit R2 in den Brecheisen angreifen. Maria kann mit R2 mit ihrem Brecheisen angreifen, indem der Gegner von ihr... Ja, bra, toll. Brechstange, kann ich sie betäuben. Und auch zu Tode knüppeln. Ach so. Ja, irgendwann vielleicht mal in 100 Jahren. Ich kann es aber nicht wegdrücken. Das ist wie eine Meldung, die nur du wegdrücken kannst. Kein Witz, du musst Kreis drücken. Ich find's so geil. Sie heißt Moira, nicht Maria. Moira? Ja, der Twinforce liest nie die Sachen richtig. Das kennt ihr doch schon. Das ist wie auf Arbeit. Erste Zeil der Mail gelesen, zack, interessiert mich. Ja, so ungefähr. Wenn der Inhalt schon nicht gleich interessant klingt, dann habe ich keinen Bock mehr, das weiterzulesen. So, dann durchsuch mal hier alles, mein Suche-Man. Wie kann ich denn irgendwie eine Waffe ausrüsten? Ach so, ich muss sie gar nicht ausrüsten wie du. Okay. Dafür habe ich ja ein Knife. Okay, ich dachte, ich krieg eine coole Waffe. Aber du kannst mit Normalsuche erstmal, bis du irgendwo siehst, dass es glitzert. Ach so, ich dachte, ich muss immer so fokussieren, damit ich was sehe. Fokussieren, wenn es glitzert. Ach so, nee, dann hat es ja nichts weiter. Ich habe ja schon alles abgeleuchtet gehabt. Ich kann hier wissen, mit der Sprechstange noch was. Ach nee, hast du schon alles geguckt gehabt, ne? Hier kann ich auch nichts kaputt machen. Hier vielleicht irgendwas? Nee. Ich kann wenigstens mal ein bisschen zuhauen. Komm her, du Dreckstück, du. Ja, Fifi schreit nach Grey, jetzt wird Zeit für dich. Oh ja. Ah ja. Los, deine Bestrafung wartet auf dich. Du hast gegen die Regel... Warum leuchtet das? Das sehe ich nur, wenn ich drauf leuchte. Was ist das? Was? Tatsache. Was ist das? Hast du ein... Wow! Ha! Der Twin Force wieder. Er hat's gerockt. Ich hab's überhaupt erst gar nicht gecheckt, was der Spieler von mir wollte. Muss ich irgendwas machen? Genau, mach du mal die Tür auf. Achso, ich muss R2 drücken dabei. Ja, das wäre natürlich ein sinnvoller Hinweis gewesen, wenn das dort stehen würde. Hey, oh. Schlampe, stehen bleiben. Oh. Geht nicht. Hä, was, ich? Nee, da hinten ist gerade eine Bitch gelaufen. Das hast du gesehen, oder? Nein, das habe ich nicht gesehen. Irgendwas. Ich habe auch gerade schon wieder so ein Zeichen an der Wand, oder habe ich jetzt Wahnvorstellung schon? Was, wo? Nee, ich leuchte jetzt die Wände ab, weil jetzt bin ich gerade ein bisschen creepy drauf. Jetzt habe ich Angst, irgendwas zu übersehen, weil ich die ganze Zeit nicht drauf geachtet habe, auf solche Lackierungen. Weil ich muss ehrlich sagen, oh, da gibt es jetzt ja ohne Ende. Bling! Bling! Noch irgendwo? Ja, da. Zack! Pistolmunition 15. Sehr nice, kann ich auf jeden Fall gebrauchen, da ich ja keine Schusswaffen anfasse. So eine Scheiße, Kannst du es einfach klauen? Ach was! Der kann mir einfach meine Munition klauen! Was wolltest du machen? Wolltest du die Munition den armen Leuten an den Kopf werfen? Warum sind die Zellen alle zu? Bestimmt sind nicht mehr lange alle zu und da ist eine offen. Ich habe Angst, da reinzugucken. Da ist eine Kiste. Meine. Pflänzchen. Das ganze Gras nimmt. Was war das jetzt? Hä? Wer zum Henker zitiert Gedichte? Habt ihr Angst? Wie könnte es mir sein? Sprecht mit mir. Was hat das zu bedeuten? Gute Frage, das wüsste ich auch mal gerne. Und wer genau dieser? Sind Sie? So viel Leid. Ihr wisst nicht einmal, wovor ihr euch fürchtet. Hast du mal in die Zelle geguckt vor deiner Nase? Spricht sie mit uns oder zu uns? Ich find's gerade ein bisschen creepy. Ich habe gerade auf Sanders Bildschirm geguckt und das, was ich gesehen habe, gefällt mir absolut gar nicht. Die Türen können gerne zubleiben. Ich bin gerade etwas irritiert. Wieso redet nur sein Controller und wieso redet meiner nicht? Ich will auch, dass mein Controller mit mir redet. Hier kann ich noch tiefer gehen. Du gehst geradeaus, ich gehe nochmal eine Etage tiefer. Oh, hier ist auch noch ein kleiner Mann. Ich gehe nochmal hier mich umgucken. Hier ist aber leider nicht. Alter, hier wird nur voll in der Sackgasse. Also hier nicht runterlaufen später, wenn wir kämpfen müssen. Weil dann werden wir richtig am Arsch. So, irgendwer will hier ausbrechen. Okay, also ich habe jetzt schon drei entdeckt, wobei einer ein großer, fetter Sack ist. Große fette Säcke gefallen mir absolut nicht, vor allem nicht in dem Spiel hier. Und hast du irgendwelche Lackierungen entdeckt? Ich muss mal nach Lackierung nochmal suchen. Alter, wer geht hier so ab, Mann? Da glitzert's. Irgendwer ist hier. Was ist das denn? Du nicht? Ich kann das nicht runterholen. Komm mal her. Oh, er hier geht übelst dabei. Komm mal her, da hängt ein Saphir an der Decke. Der glitzert zwar nicht, aber ich kann ihn sehen. Ey, der war doch eben noch nicht da. Alter, Die gehen hier voll ab, die machen Randale. Geh mal da rein und schieß mal einen Saphir runter. Muss ich ihn noch anleuchten, damit du ihn aufheben kannst, oder?
Komm, schieß ihn runter. Schieß ihn runter. Nee. Kannst du aufheben. Ich gehe nicht mal umgucken, ob ich irgendwo Lackierungen übersehen habe. Würde mich jetzt nicht wundern in dem Spiel hier, weil. Sag mal, sind hier immer mehr? Es werden mehr. Also sie wachen zumindest auf, glaube ich. Junge, der hat... Ich will zu meiner Mami. Der Sanu hat Schiss. Kann ich reingehen oder ist das böse? Nee, zentrale Schüssel benötigt. Kann ich hier schon mal reinleuchten, sich? Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen. Ich würde sagen, der Twinny liest jetzt mal vor. Oh. Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen. Gemäß der Anweisung des Direktors, fick dich, du Wichser, ich wollte selber was trinken. Des Direktors habe ich die feuerspeiende Büste vor dem Ausgang montiert. Die Flammen, die das Ding ausspuckt, sind echt kein Witz. Selbst wenn man mehrere Experimente gleichzeitig aus... Selbst Experimente sind das? Das sind keine Experimente, das sind Mutanten. Keine Ahnung, was es ist, aber keine Experimente. Selbst mehrere Experimente gleichzeitig ausbrechen sollten, werden alle weggebrutzelt. Kein Zweifel. Durchgang untersagt. So viel zum Thema Ausbruchsversuche. Der Sanu macht gerade wieder interessante Entdeckungen auf Twitch. Twitch hat nämlich schon wieder keine Verbindung. Wir übertragen kein Bild. Finde ich ziemlich cool. Wird jetzt gerade kein Spiel... Weil er lädt die App auch nicht richtig nach. Schon wieder keine Verbindung. Wir übertragen kein Bild. Finde ich ziemlich cool. Ach doch, wir übertragen echt kein Bild. Das ist ja richtig chillig. Ja. Also ihr könnt gar nicht sehen, was wir gerade getan haben. Na super. Wir haben geile Connection Problems. Ich würde sagen, wir werden jetzt einmal kurz den Stream neu starten. Und sehen uns dann gleich wieder in dem nächsten Aufnahmeversuch Nummer 45763 mit Sanu und eurem Twin Force. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss.